Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es um das wohl bekannteste IC, nämlich den Timer NE555, der 1972 auf den Markt kam, entwickelt von Hans Kamenzent, ein Schweizer. Und dieser Timer-Baustein ist sehr universell und deswegen ist der auch bis heute wohl das meistverkaufte IC weltweit. Wie man sieht, habe ich hier zum einen natürlich mein Logo mal in die Mitte gestellt, weil da ist nämlich der 555 auch drauf. Und zum anderen habe ich hier drei Breadboards mal hier zur Präsentation sozusagen. Ich habe dort verschiedene Schaltungen mal aufgebaut mit dem Timer 555 und werde die dann auch alle durchgehen, erklären und zeigen, wie die funktionieren. Bevor ich das jetzt mache, möchte ich allerdings erstmal auf die Innenbeschaltung des Timers eingehen. Der Timer besteht hier im Wesentlichen erstmal aus einem RS-Flipflop in der Mitte mit zwei Ausgängen, nämlich Q und Q nicht. Q wird direkt rausgeführt an Pin 3, Q nicht über einen Open Collector dann an Pin 7. Der Set- und Reset-Eingang geht hier an die beiden Komparatoren. Es gibt dann aber noch hier einen externen Reset-Eingang, das ist hier Pin 4. Und vor den Komparatoren ist ein Spannungsteiler geschaltet mit jeweils 5 Kiloohm, also drei Widerstände jeweils 5 Kiloohm, sodass ich hier diese Referenzpunkte für die Komparatoren aufteilen auf 1/3 VCC und hier oben 2/3 VCC. Die Eingänge der Komparatoren, also für den oberen Komparator, ist hier der nicht invertierende Eingang. Hier ist es der invertierende Eingang, sodass, um das Flipflop jetzt zu setzen, die Spannung an Pin 2 hier unter 1/3 der VCC sein muss. Dann wird hier ein High ausgegeben, dann wird das Flipflop gesetzt. Und zurückgesetzt werden kann es dann, wenn der Pin 6, das ist hier der nicht invertierende Eingang, höher ist als 2/3 VCC. Das ist also die generelle Funktionsweise. Das heißt, mit 6 und 2 kann ich entsprechend der Spannungshöhe des Flipflop setzen oder zurücksetzen. Ich kann extern nochmal resetten. Ich habe die beiden Ausgänge. Ich habe hier vorne noch Pin 5, auch ein wichtiger Punkt. Dort ist ja eine Referenz rausgeführt, nämlich die 2/3 VCC, die kann ich aber theoretisch auch ändern. Und was ich als erstes mal machen möchte ist, ich werde mal hier diese Spannung an Pin 5 messen, bei 9 Volt müssten ja dort 6 Volt rauskommen. Ich messe hier gerade auf der linken Seite die Spannungsversorgung hier, auf der Spannungsversorgungsleiste sind also 9 Volt. Und wenn ich jetzt hier an Pin 5 rangehe, dann sind dort 6 Volt zu erkennen. Das ist natürlich jetzt nicht gerade spannend, aber ich kann natürlich diese Spannung ändern. Ich habe das ja hier in meiner Zeichnung schon mal so eingezeichnet. Und zwar, indem ich hier ein Poti anschließe und dann zwischen VCC und Ground meinetwegen hänge als zusätzlichen Spannungsteiler. Und wenn ich hier dran drehe, dann ändere ich hier die Spannung an Pin 5. Das hat natürlich dann zur Konsequenz, wenn jetzt diese Spannung geändert wird, dann ändern sich auch die Referenzpunkte für die Komparatoren, für beide natürlich. Und dadurch ändert sich auch das zeitliche Verhalten letztendlich, wann sozusagen das RS-Flipflop gesetzt oder zurückgesetzt wird. Ich hänge jetzt mal kurz das Poti ran, drehe dran und zeige, dass man dort natürlich die Spannung ändern kann. Ich habe jetzt hier das Poti angeschlossen mit dem Schleifer an Pin 5 und im Moment sind dort 9 Volt eingestellt, das heißt Maximum, und wenn ich jetzt hier drehe, also zurückdrehe, dann kann ich hier wiederum diese 6 Volt natürlich einstellen. Ich kann aber auch noch weiter runterdrehen auf 0 Volt, das heißt, ich kann jetzt hier die Umschaltpunkte, die Referenzen für die Komparatoren ändern. Das wird auch in einigen Schaltungen gemacht. Das war erstmal so eine kleine Testschaltung. Und jetzt möchte ich mal ein reales Beispiel bringen. Da sieht es etwas anders aus noch. Und dazu schlage ich die nächste Seite hier mal auf. Die Schaltung, die ich jetzt aufgebaut habe und zeigen will, sieht so aus, dass ich am Ausgang Pin 3 eine Leuchtdiode habe mit einem Vorwiderstand gegen Ground. An Pin 7 habe ich ebenfalls eine Leuchtdiode dran mit einem Vorwiderstand gegen VCC, sodass man mal sieht, wie sich die verhalten, die Ausgänge. Das sind ja hier die Ausgänge von dem RS-Flipflop. Auf der Eingangsseite habe ich Folgendes gemacht. Ich habe Pin 6 und Pin 2 zusammen angeschlossen. Pin 5 ist offen. Das heißt, die Referenzen ändern sich nicht.
Und ich habe dann hier Pin-X, also dieses X an das Poti angeschlossen und drehe an diesem Poti. Das heißt, diese Spannung kann ich zwischen 0 und 9 Volt einstellen. Und dann kann man mal beobachten, wie sich die Leuchtdioden verhalten und gleichzeitig mal die Spannung an Punkt X messen. Das will ich mal kurz vorführen. Ich habe jetzt hier das Poti an Punkt X angeschlossen. Man sieht es hier in der Schaltung, das ist dieser gelbe Draht. Und Pin 6 und 2 sind auch miteinander verbunden, das ist auch der gelbe Draht. Und ich habe die beiden Leuchtdioden, einmal hier diese blaue und diese grüne, an den Ausgängen angeschlossen. Und ich messe jetzt die Spannung an X. Im Moment liegt sie bei 9 Volt. Und wenn ich jetzt mal runterdrehe, dann kann man mal beobachten, wie die Leuchtdioden sich jetzt verhalten vom Schalten her. Ich drehe also mal runter. Ich komme jetzt also zu dem Punkt, wo ich bei 6 Volt bin und etwas drunter. Da passiert noch nichts, denn die Leuchtdiode geht erst aus, wenn ich unter 3 Volt komme, nämlich jetzt, und die andere geht dann an. Und die geht jetzt auch nicht wieder sofort aus, wenn ich etwas höher drehe, sondern geht erst wieder aus, wenn ich hier über 6 Volt gelange. Man hat es jetzt gesehen, gerade 6 Volt. Das heißt, die Schaltschwellen vom Ein- und Ausschalten des Flipflops liegen jetzt bei 3 und 6 Volt. Das heißt, ich habe hier eine Hysterese und diese Hysterese kann man sehr gut verwenden für eine Schaltung, die ich natürlich jetzt hier auch gleich zeige. Denn was ich jetzt mache, ist folgendes. Ich werde das Poti rausnehmen und anstelle dessen werde ich einen 12 Kilo Ohm Widerstand einsetzen und einen LDR, einen lichtabhängigen Widerstand. Ich habe jetzt hier in der Schaltung den LDR eingebaut. Ich habe hier den 12 Kilo Ohm Widerstand. Die Mitte von beiden geht an Pin 6 und an 2. Und ich mache jetzt mal Folgendes. Ich werde mal das Licht ausmachen. Man beobachte jetzt mal die grüne Leuchtdiode. Die ist also nach wie vor an, weil sie vom Kameralicht, sag ich mal, beleuchtet wird, also der LDR. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen abdunkle den LDR, dann sieht man, die blaue Leuchtdiode geht an. Ich gehe mit dem Stift wieder weg. Es bleibt trotzdem die blaue Leuchtdiode an. Die geht auch erst wieder aus, wenn ich das Gesamtlicht anmache. Und man sieht, man hat hier schon eine erste einfache Schaltung mal zusammengebaut, nämlich ein einfaches Nachtlicht, natürlich mit einer Hysterese. Eine weite Variante ist die, dass ich jetzt also den LDR herausnehme und dafür einen Kondensator einsetze. In dem Fall ist es ein Elko mit 100 μF. Ich tausche das mal aus, also LDR raus. Und ein 100 μF Elko rein zwischen 6 und 2 und Ground. Im Moment passiert eigentlich noch gar nichts, aber vielleicht hat man es gerade schon ein bisschen gesehen. Ich mache mal Folgendes. Ich schalte mal die Schaltung aus und man beobachte mal das Verhältnis zwischen der grünen Leuchtdiode, das ist also meine Power-LED, zu der blauen. Also ich schalte jetzt aus und wenn ich einschalte, dann sieht man grünes an. Jetzt geht erst blau an. Also nochmal aus, an, jetzt geht erst blau an. Das heißt, ich habe jetzt im Prinzip durch diesen Kondensator eine Einschaltverzögerung gebaut. Die Funktionsweise ist eigentlich sehr einfach. Der Kondensator ist ja beim Einschalten entladen. Das heißt, die Spannung über den Kondensator beträgt 0 Volt. Ich habe also am Anfang hier 0 Volt, hier oben auch. Das Flipflop ist gesetzt, Q ist also auf High und dann also schalte ich ein natürlich, der Kondensator lädt sich auf und irgendwann erreicht dann eine Spannung, die über diese 2 Drittel VCC geht. Damit wird das Flipflop zurückgesetzt und mehr passiert dann nicht und dann geht der Ausgang auf Low und das kann man ganz simpel für so eine Einschaltverzögerung machen. Die Verzögerungszeit kann man auch herleiten. Man hat ja hier die Zeitkonstante R mal C und wenn man dort sich anschaut, man muss ja über 2 Drittel VCC erreichen, damit das Flipflop gesetzt wird bzw. zurückgesetzt wird, dann kommt man, wenn man dort diese Gleichung umstellt, auf 1,1 mal RC, das ist also die Zeitverzögerung. In meinem Fall sind es 12 Kiloohm und 100 μF. Da komme ich also auf eine Zeitverzögerung von ungefähr 1,3 Sekunden. Die Angaben dazu sind auch im Datenblatt zu finden, also diese Gleichung dort. Der Timer beinhaltet ja hier dieses RS-Flipflop und man kann dieses natürlich auch ansteuern von außen, nämlich über Pin 6 und Pin 2.
Bei Pin 6 muss die Spannung ja höher sein als bei Drittel VCC, dann wird ein Reset ausgelöst. Bei Pin 2 muss eine Spannung anliegen, die kleiner als ein Drittel VCC beträgt. Dann wird ein Set ausgelöst und ich habe hier mal die Taste eingezeichnet, so wie man es machen kann. Der eine Taster geht an VCC für das Reset, das ist also größer als 2 Drittel VCC, damit wird ein Reset ausgelöst. Der zweite Taster geht hier nach Ground. Ground ist ja kleiner als 1 Drittel VCC, also wird damit ein Set ausgelöst. Man sieht hier schon ein bisschen den Nachteil. Ich habe einmal einen high-aktiven Eingang für den Reset und einen low-aktiven Eingang für das Set. Dementsprechend sind hier auch die Widerstände, diese Pull-Up, Pull-Down entsprechend beschaltet. Wenn man das nicht so haben möchte, dann kann man natürlich auch den externen Reset-Eingang verwenden. Der ist low-aktiv. Das heißt, ich habe jetzt hier den Taster wieder nach Ground, den Pull-Up, und könnte also hier mit Set und Reset low-aktiv das Flip-Flop setzen und zurücksetzen. Jetzt ist hier noch ein Kondensator drin. Der ist dafür da, dass man beim Einschalten einen definierten Zustand vom RS-Flip-Flop hat, nämlich den, dass hier zurückgesetzt wird. Man kann sich das so vorstellen, dass die Spannung über dem Kondensator ja 0 Volt beträgt beim Einschalten. Das heißt, im Einschaltmoment wird dieser Eingang hier auf Low sein. Er wird also resettet und das ist dann immer gegeben. Wenn ich den Kondensator hier oben ranbringe, dann wird er immer gesetzt. Die Schaltung will ich jetzt natürlich auch mal kurz zeigen. Man sieht jetzt hier in der Schaltung die drei Taster für Set und Reset jeweils. Und man sieht, bei diesen beiden Tastern habe ich hier die Widerstände, die gehen nach Plus, also hier ist ja die Versorgungsleiste. Bei dem Taster hier, da geht sie nach Ground. Das heißt, einer von diesen beiden Tastern ist jetzt der externe Reset-Eingang. Dort ist jetzt hier auch dieser Kondensator drin, der rote. Ich kann jetzt also hier mit den Tasten ganz normal setzen und zurücksetzen. Das sieht man an der gelben und roten Leuchtdiode. Ich kann aber auch den äußeren Taster nehmen. Das ist kein Problem. Und wenn ich jetzt mal kurz ausschalte und wieder einschalte, dann sieht man, dass zunächst die rote Leuchtdiode angeht. Und das wird sie auch immer tun, denn der Kondensator ist an diesem Taster dran. Wenn ich jetzt den Kondensator hier auf die andere Seite mal stecke, also dort, wo hier die grüne Verbindung zu sehen ist, und ich dann ausschalte und wieder einschalte, dann wird man sehen, dass immer die gelbe Leuchtdiode zuerst angeht. Das heißt, der Kondensator in der Schaltung, wie ich es vorher gezeigt habe, setzt wirklich einen definierten oder legt einen definierten Einschaltzustand fest, was natürlich immer sehr wichtig ist. Die nächste Schaltung ist die A-stabile Kippstufe. Die sieht man sehr oft in verschiedenen Schaltungen bei Leuten, die sich damit befassen oder irgendwelche Projekte damit aufbauen. Sie beinhaltet zum einen diesen 12 Kilo Ohm Widerstand und auch hier diesen 100 μ, den ich ja auch schon in der Einschaltverzögerung drin hatte. Aber jetzt mit einem großen Unterschied noch. Ich habe hier oben noch einen Widerstand drin und dieser Mittelabgriff zwischen diesen beiden Widerständen geht hier rüber an Pin 7. Und wie diese ganze Schaltung jetzt funktioniert, will ich mal kurz erläutern. Um sowas zu erklären, macht es Sinn, durchaus mal den Einschaltzustand darzustellen. Das heißt, die Spannung hier beträgt 0 Volt im Einschaltzustand. Kondensator ist entladen. Wenn das so ist, dann kann man die Spannung UC mal aufzeichnen. Und ich will das mal machen hier auf dem extra Blatt. Im Einschaltmoment beträgt ja die Spannung hier am Kondensator 0 Volt. Das heißt, ich kann jetzt hier in meiner Grafik hier mal mit 0 Volt starten. Was passiert noch? Dadurch, dass an Pin 2 und auch 6 ja 0 Volt dann anliegen, verhält sich das folgendermaßen. Dieser Komparator gibt ein Set aus, weil diese 0 Volt sind ja kleiner als ein Drittel VCC. Beim oberen passiert erstmal nichts. Das heißt, es wird das Flipflop gesetzt, dadurch geht der Ausgang Q auf High. Das heißt, wenn ich jetzt das hier einzeichne, bin ich hier irgendwie an der Versorgungsspannung dran. Was passiert dann? Der Q nicht ist auf Low, der Transistor leitet nicht. Und diese Rückkopplung hier von diesem Pin 7 hat keinen Einfluss. Und was passiert? Naja, der Kondensator lädt sich über den R5 und R7 hier auf. Und die Spannung steigt an, die Kondensatorspannung. Also jetzt die Ladekurve des Kondensators. Das heißt, man kann das hier so einzeichnen, er lädt sich also hier auf.
Dann haben wir den Punkt 2 Drittel VCC. Das ist nämlich der Punkt, wo dann hier sozusagen das überschritten wird. In dem Moment wird das Flip-Flop-Pair hier ausgelöst, weil diese Spannung ist jetzt höher als 2 Drittel VCC in dem Moment. So wird ein Reset ausgelöst. Wenn ein Reset ausgelöst wird, dann geht der Ausgang auf 0. Das heißt, in dem Moment, wo hier 2 Drittel VCC sind, dann geht der Ausgang hier auf 0. Der Kuhnicht geht auf High, der Transistor leitet. Und wenn dieser leitet, wird hier dieser Punkt wiederum auf Ground gesetzt. Und wenn der auf Ground hier liegt, na, dann entlädt sich der Kondensator wieder. Das heißt, die Kurve geht hier wieder zurück. Hier entlädt sich wieder. Dann kommen wir zu dem Punkt 1 Drittel VCC. Wenn die Kondensatorspannung also weiter sinkt und kurz unter 1 Drittel VCC geht, naja, dann wird wieder ein Set ausgelöst. Das kann man sich schon vorstellen, was passiert. Denn hier in dem Moment, wo jetzt hier das unterschritten wird, wird der Eingang wieder eingeschaltet. Und so geht das hier immer hin und her. Das heißt, ich habe jetzt wirklich hier eine A-stabile Kippstufe, der Ausgang geht an und aus. Und die Schaltung dazu, die zeige ich jetzt. Man sieht jetzt hier die Schaltung mit den Leuchtdioden blinken. Man sieht vielleicht auch, dass die Zeit, in der die Leuchtdioden an sind oder aus sind, die ist nicht gleich. Also die eine Leuchtdiode ist etwas kürzer an als die andere. Man sieht es vielleicht so nicht so gut. Aber wenn ich jetzt die Frequenz erhöhe durch Änderung des Kondensators, dann würde man das am Oszilloskop sehr gut erkennen. Der Grund liegt natürlich darin, dass das Auf- und Entladen über verschiedene Wege stattfindet. Das Aufladen geht über den R5 und R7 und das Entladen geht ja nur über den R7. Ne? Und dadurch ist die Zeitkonstante zum Auf- und Entladen nicht gleich und dadurch blinkt der nicht gleichmäßig. Das heißt, ich erreiche kein Duty Cycle von 50%, das wird mit dieser Schaltung, so wie sie jetzt hier ist, nicht klappen. Ich hatte ja ganz zu Anfang mal erläutert, dass man hier Pin 5 diese Spannung auch ändern kann. Sie beträgt ja im Normalfall eben 2 Drittel VCC, aber man kann sie eben auch hoch und runter setzen mittels POTI und ich habe das hier mal gemacht und in dieser Schaltung wird man dann auch eine Änderung sehen. Ich habe also hier das POTI drin und ich werde jetzt mal das drüben anklemmen an Pin 5, das müsste der hier sein. Und ich drehe jetzt mal hier am Poti so ein bisschen. Vielleicht zoome ich da mal ein bisschen rein nochmal. Also ich drehe jetzt hier ein bisschen weiter runter. Man sieht, die Frequenz ändert sich. Aber man sieht auch die Ein- und Ausschaltzeit. Die ist jetzt bei der roten Leuchtdiode sehr viel länger als bei der gelben. Die Frequenz ist auch höher geworden. Also ist angestiegen die Frequenz, jetzt drehe ich mal wieder zurück ein bisschen. Dann erkennt man eben auch, dass das auch natürlich genau andersrum ist. Jetzt ist es so, die Frequenz hat sich verlangsamt, aber die Einschaltzeit von der gelben Leuchtdiode ist auch wiederum länger jetzt in dem Moment als bei der roten. Das heißt, ich kann hier die Pulsbreite auch so ändern. Ich kann natürlich dann auch so eine Mitte finden, wo das An- und Ausschalten mehr oder weniger gleichmäßig stattfindet. Also mit dem Pin 5 ändere ich hier links die Schaltschwellen der Komparatoren. Die betragen dann nicht mehr 2 Drittel oder 1 Drittel VCC, sondern sind weniger. Und dadurch kann ich hier in dieser Schaltung sogar das Puls-Pausen-Verhältnis, den Duty Cycle ändern. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde den Kondensator hier mal rausnehmen. Das ist im Moment ein 220 μF, so relativ groß, sodass man hier das Blinken sieht. Ich werde den mal sehr viel kleiner machen und das gleich nochmal am Oszilloskop kurz zeigen. Ich habe jetzt hier den Elko rausgenommen, habe hier einen kleinen 100 Nano oder so ist da drin eingesetzt. Und wenn ich jetzt mal hier ein bisschen drehe am Poti, dann sieht man, dass ich natürlich auch ein bisschen dimmen kann. Man sieht, die rote Leuchtdiode wird dunkler und jetzt, wenn ich andersrum drehe, dann wird die gelbe Leuchtdiode dunkler. Jetzt ist sie aus sogar und
Das ist damit begründet, dass das Impuls-Pausen-Verhältnis geändert wird. Und jetzt schwenke ich mal um auf das Oszilloskop. Auf dem Oszilloskop ist jetzt das Ausgangssignal von Pin 3 zu sehen. Das Puls-Pausen-Verhältnis ist annähernd 50%. Und ich drehe jetzt mal hier am Poti, das heißt, ich ändere jetzt die Spannung an Pin 5. Ich drehe es jetzt mal in die Einrichtung. Man sieht, dass die Pulslänge wird stark verlängert. Allerdings ändert sich auch die Frequenz. Jetzt liegt sie bei 8 kHz. Ich drehe nochmal zurück. Hier ungefähr. Da liegt sie bei 23 kHz. Und wenn ich jetzt nochmal weiter die Spannung ändere an Pin 5, dann sieht man, die Pulse werden sehr kurz. Allerdings ändert sich hier auch wiederum sehr stark die Frequenz. Die ist jetzt bei 34 kHz. Das ist natürlich sehr unschön für ein PWM-Signal. Da sollte die Frequenz eigentlich konstant bleiben. Insofern würde man diese Methode, um ein PWM-Signal zu generieren, sicherlich nicht wählen. Aber man sieht trotzdem, es geht. Also man kann mit der Spannungsänderung an Pin 5 hier auch die Pulsbreite verändern. Großer Nachteil allerdings, die Frequenz ändert sich auch sehr stark dadurch. Für die PWM-Geschichte oder die Erzeugung eines PWM-Signals gibt es eine bessere Methode. Um einen Motor jetzt zum Beispiel mittels PWM hier anzusteuern, kann man diese Schaltung verwenden. Der wichtige Aspekt dabei ist diese ganze Konstruktion. Sieht ein bisschen komisch vielleicht aus mit D1, D2, diesen beiden Widerständen und dem Poti. Diese ganze Konstruktion, die steuert im Prinzip die Lade- und Entladeströme für diesen Kondensator C1 hier unten. Das heißt, wenn der Kondensator sich auflädt, geht er den Weg hier über R5 und dann kann er nur den Weg über D2 nehmen, R7 und dann das Poti oder einen Teil von dem Poti. Dann lädt er sich auf und entladen tut er sich ebenfalls über den Wert des Potis, über diesen Widerstand R9 und D1 und geht dann hier zurück an Pin 7, sodass ich hier wirklich definierte Wege habe zum Laden und Entladen des Kondensators. Und das Poti, damit stelle ich natürlich das Verhältnis ein. Damit stelle ich dann das Puls-Pausen-Verhältnis ein. Auf der rechten Seite habe ich jetzt natürlich nochmal ein MOSFET angeschlossen, um einfach einen Motor auch höherer Leistung betreiben zu können. Das sollte man dann in jedem Fall machen. Die Schaltung habe ich hier mal aufgebaut, hier auf der rechten Seite. Und Motor habe ich auch schon angeschlossen. Und jetzt werde ich den mal hier nochmal anstecken mit dem Kabel. Man hört jetzt schon, dass er sich dreht. Ich zeige das mal hier kurz. Also hier ist das Rad zu sehen. Man hört auch ein bisschen Piepen vielleicht, also einen hochfrequenten Ton. Und wenn ich jetzt hier natürlich das Puls-Pausen-Verhältnis ändere, dann dreht der Motor sich schneller. Man sieht, ich bin jetzt am Minimum. Er bleibt aber nicht stehen. Das ist vielleicht ein Nachteil. Und ich schwenke jetzt nochmal um auf das Oszilloskop. Und erläutere das nochmal ganz kurz mit dem Piepton, der da zu hören ist. Man sieht jetzt hier das PWM-Signal auf dem Oszilloskop. Das ist jetzt also Pin 3. Das ist jetzt auf Minimum eingestellt. Motor dreht sich sehr langsam. Das heißt, er geht auch nicht auf 0, wie man sieht. Und ich drehe jetzt mal hoch. Da sieht man auch, dass er nicht auf Maximum, also 100% angeht. Das kann er nicht. Was auch interessant ist, sich mal die Frequenz anzugucken, die ist hier in diesem Zustand, in diesem Status, liegt die bei 8,2 kHz. Und wenn ich jetzt aufdrehe, dann liegt sie bei ungefähr 7,6, also die Änderung ist nicht mehr ganz so stark. Aber es gibt nach wie vor diesen Piepton und diesen Piepton, den man hier hört, das sind diese 8 kHz. Das heißt, die Frequenz ist einfach hier ein bisschen zu niedrig. Man sollte da also ein bisschen höher gehen mit mindestens 10, 15 kHz PWM für einen Motor, dann hört man da auch nichts. Der Nachteil dieser PWM-Erzeugung liegt natürlich darin, dass ich hier nicht auf 0 drehen kann und ich komme auch nicht aufs Maximum. Also Maximum wäre ja wirklich volle Betriebsspannung, keine Pulse mehr. Minimum wäre wirklich 0. Der Motor geht hier in dem Fall nicht aus und deswegen zeige ich nochmal eine zweite Methode. Eine weitere Möglichkeit, ein PWM-Signal hier mit dem 555 zu erzeugen, sieht so aus. Es gibt ein paar kleine Änderungen hier, wie man sieht. Zum einen sind hier diese Widerstände nicht mehr drin und zum anderen auch der Widerstand nach Plus nicht. Was auch noch anders ist, hier die Rückkopplung. Die geht nämlich jetzt nicht mehr an Pin 7, sondern an Pin 3 und damit bekomme ich ein PWM-Signal hin,
wo das Tastverhältnis von 1 bis 99% einstellbar ist. Ich zeige das mal ganz kurz hier auf dem Steckbrett. Die Schaltung ist eingeschaltet und man sieht, der Motor bleibt schon mal stehen. Allerdings, man hört es vielleicht immer noch, es ist ein Piepen zu hören. Ich halte es mal hier näher ran. Ich weiß nicht, ob man es hört. Das Piepen ist also nach wie vor da, aber ich kann eben hier auch dann hochdrehen. Und auch wieder aus. Und das Piepen liegt einfach daran, weil nach wie vor die Frequenz zu gering ist. Die liegt ja nur bei 8 kHz. Und was ich jetzt machen werde, ich werde hier einmal den Kondensator austauschen. Dazu schalte ich erstmal die Schaltung aus. Da ist ein 10 Nano jetzt drin und ich ändere mal den in 3,3 Nano. Hier in dem Fall. Ich schalte wieder ein. Der Motor bleibt nach wie vor stehen, man hört nichts mehr. Und ich drehe jetzt hier hoch. Und das zeige ich jetzt auch nochmal am Oszilloskop, also mit beiden Kondensatoren nochmal die Varianten. Hier sieht man nun das Signal, was ich ja vorhin auch schon gezeigt habe, mit 8,6 kHz. Ich habe jetzt hier ein 10 Nano drin. Und wenn ich jetzt da mal ein 3,3 Nano reinsetze, dann sieht das Signal so aus und man hat jetzt hier ungefähr 24 kHz, also das hört man dann auch nicht mehr. Also dort ist dann das besser, wenn die Frequenz etwas höher ist für den Motor. Zur Ansteuerung von Modellbauservos braucht man auch ein spezielles PWM-Signal. Ich habe hier mal die Schaltung aufgezeichnet, wie man es bauen kann. Wir haben hier nach wie vor diese Widerstände zum Laden und auch zum Entladen des Kondensators, hier C1. Und das Poti, das kann ich hin und her bewegen, sodass die Rückführung dann entsprechend etwas mehr oder weniger von der Pulsbreite her gibt. Und auf der rechten Seite ist noch ein Transistor angeschlossen, der das Signal umdreht, weil das Servo mit negativen Pulsen arbeitet. Ich will mal kurz die Schaltung vorführen. Ich habe die hier und drehe ich einfach mal hier am Trimmer. Und man sieht dann, man kann also so einfach hier den Servotester eigentlich bauen, relativ einfach aufzubauen. Und die Frage ist immer, wie kommt man hier auf diese Werte, wie kann man die berechnen? Ich habe hier mal eine kurze Vorgehensweise, die ich zeigen will. Dazu muss man die Datenblätter mal ein bisschen wälzen und auf die A-stabile Kippstufe auch gehen. Und dort gibt es verschiedene Gleichungen zur Frequenzberechnung und so weiter. Dadurch, dass man aber eigentlich gar keine Werte erstmal hat, bis auf die 50 Hertz vielleicht und die Pulsbreite, bestimmt man erstmal hier meinetwegen den Kondensator. Ich habe den hier mit 0,22 μF bestimmt. Dann habe ich die Frequenz von 50 Hertz und es gibt eine Gleichung, wo ich den RA plus 2 RB insgesamt berechnen kann. Und zwar ist das hier unten zu finden, da gibt es im Datenblatt F ist gleich 1,44 durch RA plus 2 RB mal C, wenn man das umstellt. Ich habe das dann RX genannt. Kommt hier die Gleichung 1,44 durch 50 mal 0,22 μF, also der Kondensator. Da komme ich dann auf einen Wert von 130 Kiloohm. Ich habe also hier die gesamte Strecke für 50 Hertz ist dann 130 Kiloohm. Und nun berechne ich RB, ist also der untere Teil, einmal für 1 Millisekunde und einmal für 2 Millisekunden. Ich komme jetzt dabei hier auf 6,5 Kiloohm und der andere Wert beträgt 13,18 Kiloohm. Und der untere Wert gibt an, wie groß dieser R3 sein muss. Und die Differenz zwischen 13 und 6,5 gibt an, wie groß das Poti sein muss. Und der Rest zu 130 K ist dann hier oben dieser R1, der dort zu finden ist. Das ist alles natürlich auch sehr toleranzbehaftet, zumal ich auch kein Poti mit 6,6 Kiloohm finde. Also das kann man nicht kaufen, vielleicht mit 5 Kiloohm. Ich habe jetzt hier in der Schaltung, die ich aufgebaut habe, hier ein 10 Kiloohm eingesetzt und hier bin ich ein bisschen runtergegangen auf 4,7 Kiloohm. Das sind also die realen Werte, mit denen ich hier arbeite und damit funktioniert dieser Servotester auch ganz gut. Man sieht jetzt hier auf dem Oszilloskop die Pulse, die nach unten gehen, die kurzen. Die Frequenz liegt derzeit bei 51 Hertz ungefähr und die Pulsbreite, wir haben jetzt hier 5 Millisekunden pro Kästchen, das ist also ungefähr wirklich eine Millisekunde. Und wenn ich jetzt hier mal das Poti drehe
das Servo verstelle, dann ist es ungefähr nicht ganz die Hälfte, also 2,4 ungefähr Millisekunden ist die Pulsbreite in diesem Fall. Damit klappt dieser Servotest eigentlich ganz gut. Die nächste Schaltung, auf die ich mal kurz eingehen möchte, ist das Monoflop. Ein Monoflop ist ja ein Flipflop, was einmalig hier ausgelöst wird, meinetwegen durch einen Taster, und dann für einen bestimmten Zeitpunkt die Leuchtdiode einschaltet. Danach geht die Leuchtdiode meinetwegen wieder aus. Und bei dem Timer 555 ist es jetzt so, wenn man ihn einschaltet, dann ist das Flipflop normalerweise nicht gesetzt. Das heißt, der Ausgang Q ist auf Low. Der Ausgang Q nicht ist demnach auf High. Wenn dieser Ausgang auf High ist, dann leitet der Transistor. Das heißt, der Punkt 7 hier geht auf Ground, mehr oder weniger. Auch hier vorne der Punkt geht auf Ground, also Pin 6. Und damit hängt der Kondensator eigentlich zwischen den Grounds. Damit passiert auch nichts weiter. Der Kondensator lädt sich also nicht auf. Und mehr passiert erstmal nicht. Ausgang ist also auf Low, Leuchtdiode ist aus. Wenn ich jetzt den Taster drücke, dann habe ich ja diesen Pin 2, der kurzfristig auf Ground geht. Damit ist dieser Punkt kleiner als 1/3 VCC. Das Flipflop wird gesetzt. Wenn es gesetzt wird, geht der Ausgang Q auf 1. Die Leuchtdiode geht an. Q nicht geht auf Low. Der Transistor leitet nicht mehr. Dadurch ist dieser Pin 7 offen. Und somit hat dieser Pin auch keinen Einfluss hier auf diese vordere Schaltung. Und der Kondensator kann sich hier über diese Widerstände aufladen. Die Spannung hier an dem Punkt 6 steigt also an. Und zwar so lange, bis sie über 2/3 VCC erreicht. Dann wird das Flipflop wieder gesetzt. Zurückgesetzt. Damit geht der Ausgang wieder auf Low. Der Q nicht geht auf 1, der Transistor leitet wieder und der Kondensator wird damit entladen. Das passiert so lange wiederum, bis ich wieder den Taster natürlich drücke. Die Zeit, die ich da rauskriege, also wie lange die Leuchtdiode hier an ist, hängt natürlich von dem Kondensator ab und auch hier von dem Widerstandswert. Ich habe jetzt in der Schaltung, die ich gleich zeigen werde, hier einen Trimmer drin. Da sieht man, dass man die Zeit dann einstellen kann. So eine typische Anwendung wäre jetzt sozusagen ein Toaster. Man kann sich überlegen, hier drückt man runter den Toaster. Der Toaster toastet eine Weile und irgendwann geht der aus. Und dann, das wäre sozusagen eine typische Anwendung für einen Monoflop. Die Schaltung will ich natürlich hier auch zeigen. Und zwar ist es hier auf der linken Seite der Bereich. Ich habe also hier das Poti, hier ist dieser Kondensator, Leuchtdiode, der Taster. Schaltung ist mit Spannung versorgt. Wenn ich jetzt hier also drücke, dann sieht man, die Leuchtdiode ist nur sehr kurz an. Ich kann jetzt also hier ein bisschen drehen und dann bleibt sie etwas länger an. Und wenn ich jetzt ganz aufdrehe, ich weiß gar nicht mal, wie groß die Zeitkonstante hier ist, dann bleibt die Leuchtdiode also noch länger an. Also ein Monoflop. Die nächste Schaltung, die ich hier mal präsentieren will, funktioniert folgendermaßen. Ich habe also hier diese Schaltung mal aufgebaut, Leuchtdiode ist aus und ich drücke einmal den Taster, dann geht sie an. Und wenn ich nochmal den Taster drücke, geht sie aus. Und wie die funktioniert, dieser sogenannte Ein-Aus-Taster oder Toggle, Umschalter sozusagen, das will ich mal kurz hier erläutern. Dieser Ein-Aus-Taster ist eigentlich ganz raffiniert aufgebaut. Zum einen hat man jetzt hier am Eingang 6 und 2 jetzt nicht mehr diesen Kondensator, sondern eigentlich einen Spannungsteiler, nämlich von jeweils 10 Kiloohm. Und das bedeutet, dass die Spannung an 6 und 2 eigentlich genau in der Mitte von diesen 2/3 und 1/3 liegt, also natürlich genau auf der Hälfte. Und beim Einschalten ist das Flipflop zunächst nicht gesetzt. Das heißt, der Ausgang Q ist auf Low. Damit ist auch dieser Punkt auf Low. Man sieht, der Pin 3 wird jetzt hier zurückgeführt. Und der wird zurückgeführt hier auf diese Kombination zwischen von Widerstand und Kondensator. Das heißt, wenn dieser Punkt auf Low ist, dann ist der Kondensator entladen. Das heißt, die Spannung hier beträgt 0 Volt. Wenn ich jetzt, das heißt, auch die Leuchtdiode ist aus. So, wenn ich jetzt den Taster drücke und diese Spannung hier an diesem Punkt beträgt 0 Volt, na ja, dann drücke ich diesen Pin 2 auf 0 für einen kurzen Moment. Die Spannung ist ja kleiner als 1/3 VCC, damit wird das Flipflop gesetzt. Der Ausgang geht auf 1, die Leuchtdiode geht an und auch dieser Ausgang geht hier auf 1.
Und damit kann sich der Kondensator aufladen. Der Tester ist ja wieder gelöst. Damit ist diese Spannung jetzt hier an 6 und 2 wieder in der Hälfte von VCC und damit passiert nichts weiter. Das Flipflop bleibt gesetzt. Der Kondensator hat sich aber hier über diesen Punkt aufgeladen. Pin 3 geht ja auf High, damit lädt sich der Kondensator auf und die Spannung steigt an. Er lädt sich also auf die Versorgungsspannung auf. Und wenn ich jetzt nochmal den Taster drücke, dann lege ich kurzfristig an 6 und 2 die Versorgungsspannung an und damit wird das Flipflop zurückgesetzt. Das heißt, die Leuchtdiode geht aus, dieser Punkt geht wieder auf Low. Wenn der auf Low geht, dann entlädt sich der Kondensator wieder. Der Taster ist ja schon wieder gelöst worden. Und so habe ich beim nächsten Tastendruck hier eine Spannung, die 0 Volt beträgt. Dann wird das Flipflop zurückgesetzt. Und dann beim nächsten Mal habe ich eine Spannung von VCC, dann wird es wieder gesetzt und so weiter. Somit kann man diesen Toggle realisieren hier mit dem Timer 555. Ich kann natürlich auch zwei Timer kombinieren. Ich habe mal hier auf der linken Seite diesen Toggle-Taster, den Umschalter, aufgezeichnet. Und hier auf der rechten Seite ist die A-stabile Kippstufe. Und ich kann jetzt hier mit dem Pin 3 in dem Fall hier auf den Reset-Eingang gehen, sodass ich dann immer extern das Flipflop resette. Ich kann es natürlich aber auch mit dem Pin 7 machen. Das habe ich hier mal aufgezeichnet. Also hier wäre praktisch der Toggle-Taster. Ein Aus, Pin 7 wäre das hier. Der braucht noch einen Pull-Up-Widerstand, damit er natürlich, wenn der Transistor nicht leitet, ein Signal bekommt über VCC an Pin 4. Und beide Möglichkeiten will ich mal ganz kurz zeigen auf dem Steckbrett hier. Man sieht jetzt hier der Toggle, das ist hier, ich zoome nochmal rein hier ein bisschen. Hier ist der Toggle, der ist geradeaus. Das Blinklicht hier oben bleibt stehen. Und der grüne ist jetzt hier an Pin 3, geht hier an den Reset, also Pin 4 von der A-stabilen Kippstufe. Und ich kann jetzt sozusagen das blinken lassen und natürlich auch wieder ausschalten. Ich kann aber auch dann, also beziehungsweise resetten. Resetten heißt, dass die rote Leuchtdiode jetzt an ist. Ich kann aber auch den Pin 7 nehmen, das ist der hier. Hier und dort ist hier dieser Pull-Up-Widerstand zu sehen. Und kann natürlich genau das gleiche machen. Das heißt, ich schalte sozusagen das Blinklicht frei oder ich resette, dann bleibt er bei der roten Leuchtdiode einfach stehen. Bei der nächsten Schaltung handelt es sich wieder um die A-stabile Kippstufe, wie man hier sieht, mit den beiden Widerständen, die zurückgeführt werden hier an Pin 7 und hier den Kondensator. Allerdings habe ich jetzt den Kondensator sehr klein gewählt, der liegt bei 0,22 μF. Und was ich auch gemacht habe, das sieht man hier noch nicht, aber ich zeige es mal hier. Ich habe jetzt einen Lautsprecher angeschlossen. Deswegen heißt das Ding auch hier Timer 555 Sound, so habe ich das genannt. Und das will ich mal kurz vorführen. Die Schaltung, die ich dazu verwende, ist die gleiche wie vorhin. Ich habe jetzt hier allerdings diesen Kondensator geändert. Man sieht auch, das Blinken der Leuchtdioden ist nicht mehr zu sehen, weil es so schnell ist. Ich habe aber hier einen Lautsprecher angeschlossen. Den will ich mal hier über einen Widerstand von 150 Ohm dann an den Ausgang anschließen und dann hört man den Ton. Mach das mal ab, weil es nervt irgendwie. Der ist auch relativ laut. Also wenn ich jetzt den direkt an den Elko hier anschließe, wird er wesentlich lauter. Jetzt hatte ich aber in dem ersten Teil gesagt, man kann hier in dem Eingangsbereich hier an Pin 5 ran. Und da hatte ich ja gezeigt, dass man da zum einen ein PWM-Signal erzeugen kann, was allerdings in der Frequenz auch sehr stark schwankt. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Protima reinsetze und drehe, dann kann man das natürlich auch hören. Das Poti habe ich hier reingesetzt an diese Stelle und verbinde jetzt mal den Lautsprecher über diesen Widerstand. Man sieht, die Frequenz ist schon höher. Und jetzt drehe ich mal hier. Jetzt aus sogar. Ich kann also hier die Frequenz ändern. Jetzt kann man diese ganze Geschichte natürlich noch so ein bisschen automatisieren mit dem zweiten Timer und das will ich mal kurz vorführen. Die Schaltung habe ich hier mal aufgebaut. Der eine Timer erzeugt sozusagen diesen Grundton und der zweite Timer
der ändert jetzt die Spannung an Pin 5. Und wie sich das anhört, da schalte ich mal auch nur kurz ein, weil sonst nervt das. Moment, Achtung. Ich denke, das reicht für den Vorführeffekt. Und wie die Schaltung funktioniert, folgt nun. Die Schaltung besteht aus zwei Timern, die als A-stabile Kippstufe fungieren. Man erkennt es hier an der RC-Kombination, also beide Widerstände hier, Pin 6 und 2 sind verbunden, hier unten der Kondensator, hier Pin 7 zurückgeführt nach vorne, hier ist genau das gleiche, allerdings sind hier die Frequenzen unterschiedlich, also der hier arbeitet so im Bereich von 10 Hertz, glaube ich, der liegt bei 5 bis 6 Kilohertz oder so. Und das Interessante dabei ist jetzt, dass man hier von dem ersten Timer, also diese 10 Hertz, nimmt, das ist hier ein Rechtecksignal, was hier rauskommt an Pin 3, dann über einen Tiefpass hier mehr oder weniger jagt, sodass hier eigentlich keine Rechteckspannung mehr rauskommt, sondern so eine Art Dreieckspannung. Das heißt, diese Spannung, die geht da hier an Pin 5, die wird also langsam hoch und runter gefahren und dadurch bekomme ich hier so eine Timer 555-Sirene heraus. Zum Schluss noch eine Schaltung mit Leuchteffekt. Man sieht, ich habe hier so eine RGB-Leuchtdiode eingesetzt. Die wird gespeist von drei Timern. Als A-stabile Kippstufe sind die geschaltet mit unterschiedlicher Frequenz und dann kriegt man hier so einen Lichteffekt raus. Ist vielleicht auch ganz nett, da kann man sicherlich noch irgendwie eine Linse rüberpacken oder sowas, dass es den Raum ausleuchtet, wie auch immer. Ja, das war's auch schon mal wieder. Hier so ein paar Ideen zum Timer 555. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.